Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Seven Days to Die. Jo, was wollen wir denn machen? Wir haben ja. Jasmin, heute Abend Spiel. Heute Abend ist Blutmond, ha? So. Und da habe ich eine glorreiche Idee. So glorreich wie die Idee, damals die Pyramiden zu errichten. Und zwar hat es auch was Handwerkliches zu tun. Wir bauen den Bunker um. Du baust jetzt hier gar nichts um. Wir haben heute Blutmond. Ja, heute Abend. Jasmin, du kennst mich. Ich bin fix. Wieso baust du eigentlich jedes Mal um, wenn wir Blutmond haben? Keine Ahnung. Wir könnten mal ein bisschen Nitrat noch suchen. Wie sieht denn das munitionsmäßig aus? Ah, nicht so nice. Nitrat und Kohle. Ja, mit Händlermissionen kommen wir jetzt auch nicht so schnell vorwärts, ne? Nicht. Ja, ich schätze, Kaffee hätte ich dabei. Nur was zu essen? Was wollte ich denn mit dem Motor? Essen und Kaffee habe ich. Ich gehe schon mal vor, bis du soweit bist. Ja, ja. Bauzutaten. Ach so, siehst du. Ah, ja, ja. Ich wollte ja noch was machen. Und zwar wollte ich gerne. Geht das? Quatsch machen. Holzschilder. Hölzerne Schilder. Ich finde eine Insel, ey. Ist da was Besonderes? Das dauert aber lange für so ein billiges Schild. Juhu, dann machen wir so lange die Taschen noch leer. Was wir nicht brauchen, das könnten wir natürlich später brauchen. Dein. Die Felder hast du ja schon geerntet, ne? Eine absolut profitable Agrarwirtschaft. Mhm. Wo genau? Ja, lohnt das noch, einen richtigen Garten hier draus zu setzen? Aber heute eher weniger, wa? Vielleicht so nach dem Blutmond mal ein bisschen schick machen hier oben? Aber das können wir nicht heute machen. Heute ist wichtig. Das ist ein zu weit. Warum? War ich das? Ich sag lieber nichts. Ja, besser ist das auch. Ja. Wo haben wir denn die Nails? Ist voll. Ja, wo packe ich denn die Nägel rein? Weg. Werkzeug hier. Werkzeuge haben wir da oben. Da können eigentlich auch die Nägel mit rein, ne? Ja, ist nur Stufe. Kann ich leveln? Da kann ich gleich gucken. Drei Schilder haben wir. Der Schubser. Ich würde den Robotikhammer, vielleicht weil wir jetzt die Zäune haben, nicht dahin stellen. Obendrauf. Mhm. Weil die Zäune stun die Zombies. Und der Hammer schubst die Zombies. Und dann könnten wir eventuell perfekt gesetzte Schüsse nicht treffen. Mhm. Aber ich setze den Robotik-Geschützturm. Der Munition verschießt da Schrott. Den setze ich da hin. Der wird zwar nicht rausreißen, aber er macht sein Ding, ne? Du machst das schon. Ich mach das schon. Vielleicht hier in der Ecke, weil sie hier immer gegen prügeln, aber dann prügeln die meinen Turm weg, ne?
Ist der Sprung zu schaffen? Jasmin, schaffe ich den Sprung nach oben? Weiß ich nicht. Der Sprung, der mich aufwärts bringt. Unsere Basis ist hier kaputt. Oh Gott. Oh. Hab ein Bell. Oh Gott, wenn ich jetzt runterfall, bin ich. Da kriegt man ja ein bisschen Höhenangst. Aber ich hab's geschafft. Aber wie komme ich hier runter? Jasmin? Ja? Kannst du mir mal eine Leiter bringen? Ich bin nicht da. Ja. Ich kann den... Doch, ich kann den hier platzieren auf den Gittern. Aber ich muss die... Oh Gott. Ist rot wegen dem Gitter drüber, ja? Ja. Was? Was ist mit dir? Nein! Falsche Taste. Okay. So. Stimmt, da war ja was. Okay. Ich hoffe, der steht nicht zu weit weg. Oh, ich habe sie gerade abgelegt. Rahenformen. Jasmin, kennst du schon meine neuen Rahenformen? Nee. Die sind der Wahnsinn. Damit kann man Rahen... Rasen wieder fruchtbar machen. Mhm. Leiter. Ah. Was ist denn los mit mir? Jasmin, ich bin ganz nervös. Warum? Ich weiß es nicht. Hä? Ich glaube, es liegt an dir. Scheiße. Ja, Schande über dich. Komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Bist du im Loch? Ah. Hast du auch noch... Brauchst du Lehm auch für die Patronenhülsen? Nein. Okay, was brauchst du? Nur Messing? Ja. Nein. Für die Hülsen brauche... Ja, brauche ich Messing. Und Lehm. Diverse zukünftige Fehler zu vermeiden. Alter, das mache ich nicht nochmal alleine hier. Was denn? Graben. Was brauchst du für die Geschossspitzen? Auch Lehm? Blei. Mit Lehm? Weiß ich nicht. Nein, eigentlich nicht. Geschossspitze. Für die Hülsen brauche ich auch nur Messing. Nee. Messing doch. Und Lehm und für die Geschossspitzen Blei und Lehm. Ich habe es nachgeguckt, Jasmin. Mit mir nicht. Okay. Ja? Da bin ich ja. Linken lasse ich mich hier nicht. Aber hier erstmal Eisen. Und Lehm. Der Einheit wegen. Du wolltest... Ich wollte erstmal was essen, oder? Du wolltest gern etwas Unterstützung haben beim Buddeln.
Nitrat und was baust du noch ab? Kohle und Blei hier gerade. Dann gehe ich einmal zum Nitrat, ja? Ja. Weißt du, was ich noch machen wollte eigentlich heute? Hm? Wollte mir noch eine Knarre machen. Also hier so eine... Weißt du, zum Abbauen. Und ich wollte... Das kann ich gleich mal machen. Wenn ich habe, meinen Punkt investieren in... Kurz bremsen. Das ist eine gute Frage. Das war nicht der Präzisionsschütze, oder? Gewehre der Stufe 2. Macht das Sinn? Ich habe jetzt gerade so ein extrem starkes M60 Stufe 1 Gewehr gebaut. Ist ja auch ein Gewehr, ne? Wir machen das mal. So, Nitrado. Wir müssten vielleicht auch mal wieder Holz abbauen. Nicht gelähmt, eigentlich. So, Jasmin, unsere alten Goldgräberpfade fangen wieder an. Hm. Oh Gott, ist doch gar nicht so tief aus. Oh, Blei. Oh, Blei. Sehr schön. Jasmin, pass aber auf, wenn du Blei abbaust, ne? Weil? Nicht, dass du dir einen Splitter einfängst, dann kriegst du noch eine Bleivergiftung. Am besten ist, du bleibst erstmal in der Mine und baust ein bisschen ab. Hm. Da hackt der Peter, ne? Ja. Oh, ich hab Peter schon wieder zu Hause vergessen. Der ist bestimmt traurig. Ich bin ein der ist doch schon gewohnt. Ich bin ein schlechter Besitzer. Ein schlechtes Härchen für Peter. Das ist eine Nitratmine. Ich baue hier nur Blei ab. Au, ah, ah, ah. Oh, ich habe Sand ins Auge gekriegt. Oh, das brennt. Oh. Muss ich wohl doch ins Brandgebiet, um Kohle zu sammeln. Ja. Oh, das brennt. Oh, Jasmin. Ich glaube, das nächste Mal... Levelt einer von uns hier Koch, einer Ingenieur und dann machen wir hier erstmal alles zum Abbauen. Also ich. Mhm. Das ist so geil, wie viel du da rauskriegst, wenn du das ein bisschen gelevelt hast. Ja. Oh, die Arbeit liegt mir wie Blei in den Knochen, Jasmin. Ja, Kohle bräuchten wir jetzt mal. Ja, ich bin auch blank. Aber ich habe hier Nitrat auch, ne? Naja, aber Kohle bräuchte ich mal. Weil ohne Kohle kann ich kein Schießpulver machen. Ja, ohne Moos nichts los, ne? Sch-
Schade, dass noch nicht Silvester ist. Hätten wir die Böller auseinanderpulen können. Endgänger. Hast du denn Nitrat bei dir auch? Ich habe ein bisschen abgebaut gehabt schon. Ah, hier ist... Nee, das ist ein Sack. Also ich habe jetzt Blei 1500, Nitrat 1200. Mhm. Was mache ich denn da? Ich habe auch Käffchen dabei. Eine Pause. Pausen sind mir das Liebste an der Arbeitszeit. Das ist die schönste Zeit beim Arbeiten. Und Feierabend. Und Wochenende. Und Rente. Rente ist auch nice. Hey, kleine Girl, yo. Ob ich Kohle irgendwo markiert habe in der Nähe. Zoom. Zoom. Das ist die, achso, das ist der Müllcontainer. Eisen. Das hier sieht aus wie Kohle. Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Also auch wenn wir großartig abbauen, wir müssen das ja auch noch herstellen. Ne? Ja, aber wir haben es auch mal für danach. Und einschmelzen. Ja, es ist ja trotzdem für danach auch. Und Patentrechte erwerben und Lizenzen. Lieber jetzt sammeln und dann herstellen, als nur rumgammeln zu Hause und... Ich dachte, wir legen uns heute mal aufs Sofa, aber okay. Ja, wir müssen dann noch die ganzen Zertifikate erwerben, ne? Alter. Sicherheitszertifikat und dass wir auch Munition lagern dürfen, ne? Da brauchst du bestimmt Gefahrenzulage noch hier. Sprengstoff. Na sicher. Also ich brauche die Gefahrenzulage, weil ich muss ja damit leben. Jasmin? Ja? Wo ist eigentlich mein Loch? Hm? Wo ist mein Loch? Also mein Du gibst mir noch eine falsche Wegbeschreibung über den Rücken und so. Bin schon draußen. Willst du? Was? Nein. Versteh dich. Ich weiß gerade gar nicht, was du willst. Ja, nix. Ich möchte gar nichts. Ich möchte nur den heutigen Abend mit dir romantisch verbringen. Ah, Dreck. Kohle. Holen wir mal die gute Stufe 5 Schaufel raus, ne? Das wird ein harter Tag. Hast du Kohle? Bitte? Hast du Kohle? Ja, das sicher. Lass mich bitte, ich bin Kohlespezialist, ja. Ich hatte Kohle als Hauptfach im zweiten Semester. Bin studierter Kohlenjäger. Okay. Hä? Ja. Och nix, ich bin einfach nur wieder dumm. Na gut. Ja, das ist so ein typisches... Ah. Ja. Hier ist doch Kohle. Kohle. Alles nur Stein hier, aber ich brauche ein bisschen Platz. Jasmin, ich brauche Platz, um mich zu entfalten. Hallo. Ich muss meine kreative Ader rauslassen. Mhm. Hier ist nur Stein. Ach, diese Welt legt mir nur Steine im Weg. Na denn? Ich habe Kohle. Ich auch.
Ja, wie viel ist es denn bei dir? Bei mir geht es um zweistellige Centbeträge. Ja, sagst du nix, ne? Ich bin von so viel Blödheit gerade sprachlos. Kreativität. Blödheit. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich weiß. Kannst du mir das als Bild malen? Du tanzt auch noch seinen Namen, ne? Nee, ich kann nicht tanzen. Also deswegen kannst du auch nicht schreiben. Ja, ich bin tatsächlich ein sehr guter Tänzer. Du solltest mich mal in Aktion sehen. Ja. Ich hab mal auf der Dorffete ein bisschen rumgezappelt, ne? Also zappeln nennen wir tanzen. Und dann kam der Produzent von Step Up 3D und hat gesagt, ey, wir wollen jetzt Step Up 4D drehen. Ach, super. Ja, genau. Sicherlich, ey. So oder so ähnlich. Ist es oder ist es nicht gewesen? Nee, ist es nicht. Was, Jasmin, was glaubst du mehr? Der Wahrheit oder mir? Dir auf jeden Fall nicht. Das verletzt jetzt meine Gefühle. Achso, keine. Hast du das gerade gehört? Nee. In mir ist gerade irgendwas zerbrochen. Ja, das ist dein Kopf. Weißt du, wir machen mal ein soziales Experiment, damit du weißt, wie ich mich fühle. Oha. Da darfst du einen Teller auf den Boden schmeißen und der darf kaputt gehen. Und dann sagst du Entschuldigung. Nö. Und dann werde ich dich was fragen. Denn ja mit Absicht geschmissen. Ich habe auch mit Absicht deine Gefühle verletzt. Ich habe bewusst dich verletzt, ja. Oh, das ist, das bringt soziopathische Züge an sich. Ich weiß nicht, ob ich damit noch cool bin auf Dauer. Musst du. Entweder bist du glücklich mit mir oder ich sperre dich ein. Ja. So, wie viel Kohle möchtest du denn? Oh. Ist kaputt gegangen. Haben. Mach mal so viel, wie du kannst. Okay. Ich kann unendlich. Können wir immer gebrauchen. Ich habe gesagt, ich bin Kohle-Spezialist. Mhm. Sah aus wie Nitrat. So. Oh. Ich sollte vielleicht so ein bisschen im Auge haben, wie ich buddel, damit ich hier nicht noch lebendig begraben werde. Ja, ich hab da auch immer Schiss vor. Er starb in seinem Loch. Oh, da ist eine Kiste. Au. Au. Kiste. Sand tut weh, Jasmin. Hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja gelohnt. Nicht. Jo. No. Jasmin, bitte. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Ich habe einen Eintopf gekriegt und bitte. Kisten zum Anbauen. Toll. Ja, die brauchen wir. Mhm. In Zukunft. Aha. Ich werde ein agrarwirtschaftliches Imperium aufbauen. Bin falsch gefahren, ey. Der beste Ansatz ist schon getan. Das sieht aus wie Saurons Auge. Jasmin, guck. Ach nee, du kannst ja gar nicht. Ja, ich guck mal. Ich hab hier Saurons Auge. Was hast du? Was hast du? Saurons Auge? Was ist das? Ich glaube, ich mach Schluss. Das ist Saurons. Wieder so ein Superhelden-Scheiß? Nein, Herr der Ringe-Scheiß. Oh Was Gott. Stimmt mit dir nicht? Ich habe noch nie in meinem Leben Herr der Ringe geguckt. Noch nie. Habe ich Was? Auch nicht vor. Nee. Legolas hat 5 Pfeile in seinen Köcher und kann damit 200 Leute abschießen. Wenn die mich ja auch alle hassen jetzt, aber ich, nee, danke. Jasmin, keiner hasst dich. Wir verabscheuen dich nur. Ja, ist mir auch Latte, ey. Nee, noch nie Hast geguckt. Du nie geguckt, der Herr der Ringe, obwohl das so ein Hype war? Egal, ich habe da nie Interesse zu gehabt. Okay. Wie kam's? Genau wie mit Harry Potter.
Hast du den Hype nicht mitgemacht, weil du keine Freunde hattest, mit denen du den Hype ausleben konntest? Nee, wir hatten Besseres zu tun. Was Besseres als Herr der Ringe zu gucken? Ja. Jasmin, bitte. Das glaubt dir keiner. Stell dir vor, das gibt's. Was ist das denn, Reh? Oh, ein Hirsch. Du solltest dir wirklich schon was Originelles ausdenken. Warte, sei mal ruhig. Oh, ein Schuss. Tot. Ein Hirsch. Ah, Hirsch. Ah, Hirsch. Nee, du hast aber bestimmt mal Werbung oder einen Trailer oder ein Meme gesehen von Herr der Ringe. Ich hab keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Wo ist denn mein Messer? Da. Okay, du hast sowieso schon im Vorfeld meinen ganzen Gag versaut, ja? Ich wollte gerade fragen, wo hier Smeargol ist. Und die Hobbits. Wer? Was? Nix. Du bist Smeargol. Fühl dich geehrt. Mhm. Du kennst ihn bestimmt unter seinem späteren Namen. Gollum. Ach, ja. Danke. Ich wollte gerade fragen, der ist doch bestimmt hässlich, der ich bin. Was? Lass mich bitte. Das würde ich nie sagen. Ich muss ja nachher noch in deine Nähe. Mhm. Ich krieg halt noch so auf die Fresse. Yep. Jetzt. So, ich habe jetzt 6.615 Kohle. Mehr. Reichst du der Frau den 10 Kilo Grillkohle-Sack? Ja, da will sie gleich die ganze Palette haben, du. Achso, Grillkohle haben wir ja noch von morgen, ne? Ja, ich glaube, ich habe Glück gehabt. Wir können den Grill nicht nehmen. Hä? CO2-Bilanz? Ja. Wir müssen. Hast du gerade ins Mikrofon geschissen? Nein, ich hab gemacht mit den Lippen. Von wegen. Mir doch egal. schnell weg, hier kommt einer. Ich wollte gerade sagen. Das wäre mir neu. Nee, nee. Da ist ein Loch. Wie lange hätten ich da? Ich könnte eine Decke reinziehen. Ich habe gesehen, wie jemand namens Jörg eine Mine mit einer Decke abgestützt hat. Eine Decke? Ja, also hier mit Kasten. Der hat sich das quasi überdacht und wenn, solange wie oben da Kontakt zum Rand war, also über bis zu einer gewissen Größe, glaube ich, geht das nur, stürzt dir nichts ein. Also du kannst den schön ausbauen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, die erste Erdschicht weggenommen, dann die Kästen hingesetzt und sich dann mit einer Leiter hoch und runter. Was ist das? Runtergebuddelt. Hm? Wer ist denn das? Das ist ein Mann und Regine. Ach so, ein Mann oder ihr Mann? Sowohl als auch. Also Jörg ist ein Mann und das ist der Mann von Regina. Bist du doof, ey. Meine Beschreibungen sind die besten. Da muss man erstmal drauf kommen, ey. Das ist eigentlich voll clever, aber ich habe jetzt ohne damit angefangen schon. Das ist mir leider jetzt ein bisschen spät eingefallen. Ja, irgendwie ist dein Gehirn auch nicht aufs Trab, ey. Ja, ich muss ja Energie sparen wegen dem CO2-Ausstoß. Das machst du aber schon länger. Ich war halt schon immer umweltbewusst, ja? So, jetzt komme ich erstmal at home. Ich habe jetzt 2600 Kohle. Genau was. Ich würde dann aber auch gleich kommen, damit du auch noch Munition machen kannst, ne? Nö. Cool. Ist das alles cool, Stein hier? Ja, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Bisschen hoch, aber hier auch. Nein, hier nicht. So. Alter, ich habe voll die Ausdauer heute beim Hacken.
Ich hab ja den sexy T-Rex gelevelt. Bestimmt deswegen. Mann, oh, ich hab's Gold gefunden. Jasmin! Ey, fass mir gleich an den Kopf hier, ey. Der alte Goldgräber kommt gleich wieder nach Hause. Der haut Dinger raus, ey. Mia hat Gold gefunden. 3. Da komme ich nicht ran. So. Ja, Freiheit, ich komme. Oh Gott. Oh, hätte ich mir jetzt ein Bein gebrochen, ne? Kann ich auf der... Hätte ich dich ausgelacht, ey. Komm hier nicht hoch. Ich bin fett. Ja. Warte mal, kann ich? Ja, ich kann. Nein! So. Dann düsen wir einmal zurück zur Basis. Oh, Jasmin. Erstmal. Ja. Ich habe noch dran gedacht, aber... Du bist gar nicht mein Freund. Macht nichts. Cool. Wieso ist eigentlich hinten? Haben die da was... Da Löcher reingeschlagen? Oder haben wir das nicht zugebaut? Das beobachte ich. Was beobachtest du? Ich muss beobachten, ob die Nachbarn heimlich hier unsere Steine klauen, unsere wohlgesammelten. Mhm. Soll ich die Kohle komplett zu Schisspulver machen? Ja, nee, bitte. Komplett nicht, ne? Wir nehmen 3000, packe ich erstmal zur Seite, für, falls wir die nochmal brauchen für was anderes. Ja, genau, weil wir so viel brauchen die ganze Zeit. Ja. Für was anderes, ja. Nicht einmal für was anderes gebraucht. Oh, wow. Doch, beim Auto, glaube ich, für die Reifen. Da haben wir auch Kohle gebraucht, bin ich der Meinung. Hast du Zeit? Hier, guck mal. That is for you. Danke. Und ich habe noch was für dich. Ja. Der Ring kommt später. Und wo, ja, und wo ist der Nitrat? Das habe ich jetzt komplett als Schießpulver verarbeitet. Da habe ich nicht so viel von gehabt, weil ich denn zur Kohle bin. Und warum gibst du mir die Kohle hier her jetzt? Weil ich habe, also ich habe... Ich hab schon eingelagert. Hey, du hast doch gerade Schießpulver gemacht. Ja, und den Restkohle, den ich dir nicht gegeben habe, habe ich eingelagert. Also. Ja. Eisen. Eisen habe ich nicht. Oh. Diesmal nicht. Wir haben noch 2 Golden Nuggets. Wir haben noch Stein. Was soll ich jetzt mit dem Diamanten eigentlich? Achso, ist ja. Oh Gott. In die Kiste zum Händler. Ja, warum packst du das da nicht rein? Oder wir nageln ihn dir am Finger. Oder wir haben Kleber, wir haben noch Kleber.
Ja, hier muss noch ein bisschen was repariert werden, nicht? Bevor das verkauft wird. So, dafür brauchen wir Leder. Der hat keinen Wert, ne? Der hat keinen Wert, ne? So, warte mal, ich packe mal nach unten, was verkaufsfertig ist. Sonnenbrille, Wahrnehmung plus 1. Brauche ich nicht. Brauche ich doch. Für die Quest eigentlich vielleicht, ne? Würde ich nicht wechseln. Du, das ist verkaufsfertig. Geld ist verkaufsfertig. Buch. Buch. Das. Messing haben wir auch nicht mehr, wa? Hm. Nicht viel auf jeden Fall. Ja, das warum, warum hast du das andere nicht hier reingemischt? Das andere Schießpulver. Du meinst jetzt in einer anderen Chemiestation? Ja. Ich wusste jetzt nicht, wie du das hier aufgeteilt hast. Ich habe nicht reingeguckt. Sonst kannst du ja abbrechen und machst in der anderen. Nimmst die Sachen da, hast du dann wieder im Inventar, ne? Nitrat. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Du hast Nitrat, du hast schon Kohle gemacht, oder was? Schießpulver. Darf ich da mal ran? Hast du doch gar nicht. Ich hab zweimal jetzt reingemacht. Oder was? Nee, hast du... Nee, du hast einmal und einmal ich, ne? Genau. Einmal habe ich jetzt abgebrochen und mach das hier. Ja, das ist gut. Den haben wir nämlich parallel. Ja, richtig. Doppelte Laufleistung, Jasmin. Ja, es geht alles meine Idee gewesen. Merkst du was? Das würde ich so nicht sagen. Haben wir einen Pinsel? Sicher. Pinsel. Farbe, Hammer. Nö. Wieso ist denn die schneller hier? Ist da vielleicht irgendwas drinne? Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall hört die sich hier schneller an. Die geht auch schneller. Warum ist denn die hier so langsam? Die ist schneller hier. Ja. Aber du kannst die ja nicht aufwerten, ne? Ja, aber die... Oder ist das eine andere... Nee. Hast du einen Stapel Schießpulver gemacht oder kannst du auch nur den normalen Schießpulver machen? Nee, nur den normalen. Keine Ahnung.
verträgt, was das ist. Ja, die ist auf jeden Fall langsamer. Tja. Wollen wir noch was für den Blue Moon tun? Ja, aber nicht wieder irgendwas abreißen hier. Etwas umbauen? You're missing. Weiß nicht, ob ich vielleicht vorsichtshalber, weil wir nicht so viel Munition haben, Pfeile noch machen soll. Du und deine Pfeile, ey. Obwohl, wir haben die da, wir haben die da, wir haben die da. Das da. Das hier. Und hier die beiden. Ah, nee, das sollte eigentlich sollte das passen, denke ich. Das wird schon. Letztes Mal war knapp. Ja, das stimmt allerdings. Da war mehr. Aber wir hätten sonst auch noch einiges an Pfeilen. Also. Die haben wir auch, aber. 5 Blockschaden. Das heißt, die beschädigen dann auch die Drähte, ne? Na juhu, dann packen wir erstmal die Gläser weg. Jetzt muss ich einmal durchchecken hier. Was brauchen wir denn zum Reparieren? Erstmal ein Reparaturwerkzeug. Kann ich nicht sehen. So, davon haben wir erstmal genug in Tesch. Wir haben 19, ne? 23 sogar. Mit dem Drahtwerk kannst du die elektrische Blase verdrahten. So, ich muss jetzt mal ein bisschen aufholen, was ich hier ewig versäume, weil ich immer was anderes zu tun habe. Stahlwerkzeugteile, haben wir die noch? Klebeband 2. Acht mechanische Teile 5. Schraubenfedern 2 ist unten. Eisen ist hier noch drinne. Zwei Schraubenfedern. 5 mechanische Teile. Hab alles. Cool, eine freie Werkbank. Ich muss da jetzt mal mein Reparaturkit noch holen. Du hast unten so viel, obwohl der ist nur Stufe 1, ne? Könnte man auch mal wieder neue machen. Gibt's
hier nur in Stufe 1? Was sollten wir neu machen? Reparaturkits. Der Frieden, ein Gewitter kündigt sich an. Reparaturkits. Eisen und Klebeband. Achso, machst du schon? Ja, ich suche gerade das Klebeband. Wo ist das? Mischkiste. Oh, Alter! Was denn? Das sieht man doch. Benzin noch unten drinne im... Was, wen hast du da gekillt? Habe ich dir eigentlich erzählt, dass Jerry noch vorbeikommen wollte? Jerine wahrscheinlich. Das war einem weißen Kleid. Ja, Jerry fühlt sich mittlerweile als Frau. Ach so. Ja. Ja, zumindest hat sie sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, manchmal musst du da erstmal ordentlich nachdenken, ne? Da brummt dir der Schädel. Sag ich mal. Naja, brummt dir ja so ein bisschen. Ah, da hast du das Gefühl, dein Kopf platzt, ne? So viele Gedanken machst du. Ein Schuss, ein Trevor, ey. Die Art und Weise, wie deine Mama schwanger geworden ist. Deine auch. Oh, der war quasi. So, dann können jetzt eigentlich hier meine Freunde kommen. Aber man schaut noch nichts, ne? Oh, Mensch, Peter, hier. Affirmative. Komm mal mit, Peter. Peter. Ja, der ist halt die ganze Zeit alleine. Der kommt sich schon vor, als hätte er Stubenarrest, ja? Der war schon richtig traurig. Nein. Peter, bleib mal bitte um die Ecke. Irgendwas stimmt mit der Alten nicht. Die hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Lass Peter in Ruhe oder ich hau dir einen über die Rübe. Weg. Husch. Du hast ja einen Red Dot. Ja, sicher. Wenn dann richtig, Digga. Ja, echte Profis schießen mit Kim und Korn. Meistens nehme ich Weizen. Weizenmehl. Und manchmal auch Gerste. Ey, die haben schon mal den Ofen drüben an. Naja, ist Sommer, ne? Da kannst du schon mal den Holzofen in der Stube anballern. Das stinkt immer so. Ist auch nicht nur Holz drin. Glaube ich auch. Riecht zumindest nicht so. Der Witter. Wow. Ich sage Witter. Oh Gott, ich habe doch gar nichts. Nee, Essen muss ich mir gleich nochmal holen. Mensch, geh doch mal weg. Geh mal beiseite, du alte Schein. Na. Bin putzende Frau. 60 ist Max, Jasmin. Max. Bei was? Giesinger. So, ich habe den Bogen, den können wir nochmal heile machen, bevor es losgeht. Okay, machen wir hier ein bisschen. So, die Sachen, die wir brauchen zum Reparieren. Eine Schrohflinte brauche ich nicht, wir haben da keine Munition. Selbstgebaute Pistole, die haben wir ja immer noch.
Läuft Gott. Gott, Gott, Gott. So, dann nochmal. Ach, Papier brauche ich für Schrotflinten. Wo ist denn das Papier nochmal? In der Mischkiste. Oh. Nee, ne? Geh raus da. Ne? Oh, musst du da gerade ran? Ja. Na klar, Moment, ich muss hier einmal was suchen. Verdammt! Hättest du wohl, du. Du Lauch, wolltest du sagen, ne? Gib's doch zu. Du alter Schlawiner. Mhm. Aber das verstehe ich nicht. So, dann, aber ich würde sagen, bevor es losgeht mit dem Blutmond, nächste Folge ist Blutmond. Weil wir sind schon bei 51. Wir sehen uns morgen wieder. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Diesmal sind wir nicht so gut equipped. Ja. Das ist eindeutig Jasmin schuld, aber gut. Genau. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Wird spannend. Mal sehen, ob wir schauen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.